Guten Tag, liebe Blogfreunde, zur Besprechung des Films Zettel. Ein Film wie im wirklichen Leben, korrupt, verlogen, krankhaft egoman. Zettel, ziemlich beste Feinde. Das Beste nicht zum Schluss, ich werde meinem Bruder, dem ich die heutige Filmrezension widme, empfehlen, diesen Film nicht zu besuchen. Es reicht, täglich Tagesschau, Jauch-Talk und heute extra zu sehen, in Süddeutsche oder Taz zu blättern, um zu spüren, ja, wir leben in lausigen Zeiten, in eiskalten sogar. Wo noch immer Geiz geil ist, Einschaltquoten alles, Politiker wie Journalisten, Ratingagenturen wie Bundesaufsichtsämter für Finanzen, Richter, Minister, Chefredakteure, alle käuflich sind. Niemand kann dort niemandem trauen, nur der eigene Vorteil gilt und am Schluss siegen nur die und auch nur für kurze Zeit, die ihre besten Freunde am besten beschissen haben. Soweit der Inhalt von Zettel. Der Film wurde von der versammelten Journalie in der Luft zerrissen. Aber kaum jemand sprach aus, dass der Film oft nur geringfügig karikiert so ist wie die Wirklichkeit. Im Detail und mit nur ein wenig Interpretationsfantasie stellen Sie sich eine Filmhandlung vor, in der folgende Personen vorkommen. Der alkoholkranke und frauenverschlingende Willy Brandt, gespielt von Götz George als Bundeskanzler Olbrich kurz vor und tiefgekühlt auch noch viele Tage nach seinem Tod. Die nicht etwa Schwule, sondern Transvestiten und Berlin-Bürgermeisterin Wowereit, die sich im Film auch genital vom Mann zur Frau operieren lässt, oder soll es eine absurde Anspielung auf das Mann-Weib Angela Merkel sein? Im Film Dagmar Manzel als Bürgermeisterin von Gutzow. Das norddeutsche Kindermädchen Friede Rivers, die zunächst Kindermädchen, dann Geliebte, schließlich Ehefrau und Alleinerbin von Axel Springer wird und später die mächtigste Frau der Bundesrepublik. Im Film Bully Herbig, der vom Chauffeur zum Chefredakteur des Online-Magazins der Berliner New Yorker wird, allerdings mehr Pech hat als Friede Springer, denn am Ende bleibt er auf einer 5 Milliarden Euro Bürgschaft sitzen, die er nur aus Eitelkeit übernahm. Immerhin wird er, so endet der Film, als charmanter Lügner Pressesprecher der Regierung der Bundesrepublik Deutschland. Oder der russische Multimilliardär Wladislaw Doronin, der in Wirklichkeit seiner neuen Geliebten Naomi Campbell in Berlin ein teures Magazin finanziert, im Film der Schweizer schwule Milliardär Urs Dursier. Oder der immer geile schwäbische CDU-Politiker Lothar Späth, der als Westimport den Ministerpräsidenten von MacPom abgibt und sich Hoffnungen auf die Kanzlernachfolge macht. Im Film genial von Harald Schmidt als Ministerpräsident Dr. Conny Scheffler gespielt. Oder die alkoholkranke Sabine Christiansen, die sich im Bett auf junge Männer gern auch mit Migrationshintergrund spezialisiert hat. Im Film Sunny Mellis als Moderatorin Jackie Timmendorf. Und beim Film Vizekanzler Geisenhofer ist nicht ganz auszumachen, ob es sich um Franz Müntefering oder eher Herbert Wehner handeln soll. Alles erlogen? Richtig ist auch, der nimmersatte Schnäppchenjäger Christian Wulff kommt nicht vor im Film. Auch der Chef der Deutschen Post Zumwinkel, der seine zig Millionen noch weiteren Steuerhinterziehungsschnäppchen hinzugefügt hat, nicht. Nicht ex-deutsche Bankchef Rolf Breuer, der mit den Peanuts und für den nun die Deutsche Bank durch Steuermittel vor der Griechenland-Pleite bewahrt, mal eben 800 Millionen Euro aus der Portokasse an die Kircherben zahlt. Im Film gibt es keinen israelischen Ex-Staatspräsidenten Katzav, der wegen Vergewaltigung im Knast sitzt, kein Bild-Zeitungs-Chefredakteur Diekmann, kein Spiegel-Chefredakteur und auch kein Peer Steinbrück,
der durch eine klitzekleine Zeitverzögerung der UniCredit Schadenersatzansprüche in Höhe von 100 Milliarden Euro aus der Fastpleite der Hypo Real Estate erspart. Sie alle fehlen. Zettel ist keine Doku, auch keine Doku-Soap. Kiroyal, da war die Welt zu Beginn des Geiz-ist-geil-Zeitalters. Immer wieder wird der Film mit seinem Vorläufer Kiroyal verglichen, aber der ist aus einer anderen Welt. 1985 war der zu sehen. In den Anfängen des Neoliberalismus. Franz Josef Strauß lebte noch 3 Jahre. Geiz ist geil wäre dem studierten Altphilologen nie über die Lippen gekommen, obwohl er weder was Korruption noch was Prostitution betrifft, die im Vergleich mit den Helden des Films Zettel scheuen müsste. Franz Xaver Krötz, der Hauptdarsteller des Baby Schimmerlos, war erst wenige Jahre vorher aus der DKP ausgetreten, Heimcomputer und Handys unbekannt. Wer Aktien kaufen wollte, musste noch ganz altmodisch zur Bank gehen, zumindest dort anrufen und einen Verrechnungscheck oder eine Überweisung per Hand ausfüllen. Kiroyal erzählt die Anfänge des käuflichen Journalismus. Zettel kotzt uns das Ergebnis der voll entwickelten Symbiose von Medienkartellen und politischer Klasse vor die Füße. Zu Recht titelt der Spiegel seine Besprechung mit dem Wortspiel Koma Royal. Um zum Anfang zurückzukehren, so wie im Film ist ein Großteil der Wirklichkeit. Überall ziemlich beste Feinde. Aber es gibt eben auch noch das andere. Der Film Ziemlich beste Freunde wird in Frankreich der meistbesuchte Film aller Zeiten, weil er, so die Umfrageergebnisse, Humor, Optimismus und Solidarität zeigt. In Deutschland hält er seit Wochen den Platz 1 der Kinocharts. Helmut Dietl hatte als Drehbuchautor für Kiroyal vor knapp 30 Jahren den geheimnisumwitterten Mystiker Patrick Süskind gewonnen. Für Zettel nahm er sich den Pop-Zyniker Benjamin von Stuckrad-Barr dazu. Dieser Film zeigt Karlauer statt Humor, Zynismus statt Solidarität, Egomanie statt Optimismus. Ein moderner Film. Zum Kotzen und nicht wert, dafür Zeit zu verschwenden. Und eins muss auch noch angefügt werden. Der Spiegel irrt, wenn sein letzter Satz der Zettel-Rezension lautet, Zitat, so aber funktioniert die Berliner Republik mit Angela Merkel als oberster Repräsentanten nun mal nicht. Der Name des obersten Repräsentanten der Berliner Republik, das weiß natürlich auch Chefredakteur Christian Buss, lautet Christian Wulff. Eben. Noch. Also, nicht reingehen. Mach dir ein paar schöne Stunden mit deiner Liebsten.